Hallo, heute mache ich kurze Video. Wir machen Knopfloch mit Pfaff Hobby 741. Wir haben Knopfloch-Fuß gemacht, dann haben wir hier auf 1 gedreht. Hier ist gerade Stich und also vor Knopfloch und hier orange zwischen 0 und 1. Eher zu 0, mehr, dass das Dichte passt. Hier ist bei mir auf 4 Fadenspannung eingestellt. Und dann fangen wir an. Nadel hoch. Dann machen wir auf 2. Paar Mal. Nadel hoch. Dann machen wir hier auf 3. Auf 3. Jetzt auf 4. Und unser Knopfloch ist fertig. Und so sieht das aus. Sehen Sie? Richtig. Schön. Auch hinten ist ein bisschen Fadenspannung. Nicht so gut, aber machen wir nochmal. Hauptsache funktioniert. Hier erstmal. So, nach unten. Also 1. Dann machen wir 2. Dann machen wir hier auf 3. Und auf 4. Nadel hoch. Und unser Knopfloch ist fertig. Und so sieht das aus. Und diesmal ist auch besser hinten. Vielleicht das ist hier die alte. Ja, es kann sein. Und die untere Faden ist nur gezogen. Und so sieht das aus. Ehrlich gesagt, die macht richtig gute Knopfloch. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.